Leute, 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 habt ihr hier mal eine Geldkanone oder sowas, dass man ein bisschen so Geld rausschießen kann? Ach, egal. Wir schauen uns mal das Fahrzeug an, die Statistiken, was es alles so kann. Und ja, ist halt ein gutes Fahrzeug mit guten Statistiken, mit guten Werten. Wie gesagt, Näheres gibt's in diesem Video. Bis gleich, euer Zoltai. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Zoltai. Heute mit einem Video über das SWAT-Fahrzeug. Okay. Und zwar, ja, was kann man darüber sagen? Es ist teuer, ja. Es ist ein hohes digitales Gut. Ja, wie gesagt, egal. Also, SWAT-Fahrzeug. Das SWAT-Fahrzeug ist was Besonderes, und zwar beinhaltet es ja die Leistung vom Schulbus und vom Wohnmobil. Und zwar ist es einmal die von der Formation der erlittene Schaden und einmal von der Formation verursachter Schaden. Ne? Diese beiden Attribute von Schulbus und Wohnmobil beinhaltet das SWAT-Fahrzeug ja in einem. Der Angriff, die Lebenspunkte und die Verteidigung, die erhöhen sich ja auch sogar um 130%. So dass wer dieses SWAT-Fahrzeug hat, schon einen richtig, richtig guten Vorteil hat in seiner Formation. Also ihr seht mal im Hintergrund, werden mal die Woodburys angegriffen. Und da können wir uns ja mal die Statistiken angucken. Und zwar sehen wir bei den Statistiken, ja, es sieht alles ganz gut aus. Würde er das SWAT-Fahrzeug rausnehmen aus der Formation, dann verringern sich natürlich die ganzen Prozente. Ne? Weil die Prozentpunkte vom Fahrzeug, egal welches es ist, wird immer vom Grundwert draufgeschlagen. Ne? Würde jetzt die Kutsche hier reinmachen, dann wird da nicht Attack 539 stehen, sondern was weiß ich, 400 paar zerquetschte. Ne? Oder sogar nur 300. Deswegen. Genau, im Hintergrund seht ihr noch, wie er das oder die 28er Streuner angreift. Also wer schon dieses Sportfahrzeug hat, hat schon einen enormen Vorteil. Da kann man als mittlerer oder kleiner Spieler halt nichts ausrichten. Ne? Oder selbst wenn du nur T10 hast und nicht das Fahrzeug hast, da hast du auch schon verloren. Weil das Fahrzeug ist schon echt, ja, ein Riesenvorteil, ne, den man sich erkaufen muss. Ja, guti. Das soll es erstmal so gewesen sein. Also ihr seht, das Sportfahrzeug ist zwar teuer, ne, und ja, ich würde es mir nie holen für das Geld. Aber es verschafft einen halt einen Vorteil. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, was für einen Vorteil es euch bringen würde, ne, und was für Vorteile es hat. Wenn ihr Fragen habt zum Fahrzeug oder andere Sachen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Zoltai.